Neuen Folge Jurassic World Evolution. So Leute, letztens haben wir ja unser Pflanzenfressergehege etwas optimiert. Tippitoppi, sonst geht's gut zu unseren Brontos. Denen ging es eigentlich auch so weit, okay. Die sind zufrieden. Ich finde dieses Gehege richtig geil. Also es ist richtig riesig, sieht stark aus. Dann der ist okay, der ist wirklich an der Grenze. Wie gesagt, der ist eigentlich eher so, der will ein bisschen für sich bleiben. Aber jetzt Leute, wir taufen unser Tür. Und wenn ich jetzt unten raufklicke, wir haben nicht mehr viel, dann können wir auch schon die letzte Mission machen. Wir sind gerade bei der Wirtschaftsmission. Können wir die machen oder sind wir da dran? Ah, wir sind nicht mal noch dran. Okay. Also, wir müssen einen Meiersaurus mit der Modifikation Savannen. Yes. Und auf der Suche nach ihnen. Savannen-Genskin. Okay. Ihre Fehlschläge sollten schön sein. Erfinden Sie sich neu. Und ein paar neue Dinosaurier. Gut, hier ist die Herausforderung. Was sehen Menschen gerne? Etwas Neues. Und das ist ein Problem, denn die Hauptattraktion sind alle hunderte Millionen Jahre alt. Alter, richtig stark. Etwas Neues geben. Unser Rex. Ein paar kosmetische Modifikationen zu finden. Alles klar, der Wald würde ihn reichen. Ein Überraschungsdino. Alter, der sieht geil aus. Ernstzunehmende Kreaturen und von Natur aus beeindruckend. So. Versuchen Sie nicht, Einhörner daraus zu machen. Also Maya mit den Savannenskin brauchen wir. Okay, laut Ihren letzten Forschungsergebnissen sollten wir in der Lage sein, einige Dinos mit diesen kosmetischen Modifikationen zu züchten. Dann werden wir sehen, ob es sich gelohnt hat. Dann brüten wir den mal aus. Ich hoffe, die Gäste sehen einen Picasso und nicht die Bilder, die mein fünfjähriger Neffe malt. Dann würde ich schon sagen, brauchen wir ein paar, der ist ja hier. Der Tyrannosaurus Rex. Liebling der Romanautoren okay, der Jahrhundertwende und der Kinder dieser Welt. Und warum? Weil er für all das steht, was wir an der Vergangenheit fürchten. Das, wovon wir glauben, es erobert zu haben, obwohl es schon nicht mehr existierte, bevor die Menschheit auch nur das Affenstadium erreicht hatte. Und so war es auch. Bis jetzt. Bis zu Ihnen. Ah, ist echt gut besucht. Klar, ihr könnt zwar jetzt ein bisschen teurer machen, aber ich denke mal, wir haben hier auf jeden Fall keine Goldprobleme. Alter, das Gebrüll von T-Rex. Guckt euch mal die Farbe des Graue, das sieht cool aus. Also, finde ich richtig. Was ich einfach gucken wollte noch. Wie Prozent haben wir eigentlich in T-Rex hochgeballert schon? Wo haben wir einen Tyrannosaurus Rex? 76. Und was ist eigentlich für ein Skin jetzt drin? Und zwar 8er IP-Muster. Das finde ich richtig stark. So, ich würde dann sagen, wir suchen. Ja, wir könnten den T-Rex echt mal auf 100 ballern. Wo kann man den T-Rex finden? Deinonychus. Ach, es steht ja sogar jetzt die Prozentzahl dort. Das habe ich noch nie irgendwie so die Zahl. Das ist eigentlich okay, finde ich richtig cool. Cool. Ich würde sagen, wir machen den Anki. Iguano. Ach, Iguano, dann könnten wir machen. Was ist hier? Velo. Ach, der Gully ist hier, deswegen. Okay, der ist ein neuer Dino wieder. Ja, ich spreche den jetzt lieber nicht aus. Das ist wieder. Ach, der Raptor ist ja schon sozusagen voll. Okay, dann würde ich schon sagen, machen wir das auf jeden Fall so. Wir werden ein bisschen nach dem Gully suchen. Gully hätte ich auch mal interessant, das wäre mal was anderes. Wie gesagt, die Sachen spare ich jetzt mir mal. Klar, ich muss natürlich ein kleines bisschen Platz lassen, für die, damit ich wieder was reinbringe. Aber an sich wäre es cool. Okay, hier könnte man eine. Hier könnte man was bauen. Hier sind zwei Baryonyxe. Ach, stimmt, hier sind ja noch die Ankys drin. Die wollten sich ja hier nicht. Also praktisch wohlfühlen. Da sie irgendwie zu viel sind. Also, wir kommen jetzt auf jeden Fall. Aufgabe hinzufügen. Ein Para muss natürlich heraus. Ein Para. Ja, ich muss ein paar da leider raus tun. Ich hoffe, der Maya, der ist jetzt nicht der absolute Gruppen. Praktisch, dass der wirklich nur auf Gruppe geht, dann wäre es ein bisschen scheiße. So, ich würde mal sagen, den Kamara wäre interessant. Der Kamara, aber, also der hier. Aber der braucht, der hat so eine kleine Zufriedenheit. Das ist schon, vor allem guck dir mal an, wie Grasland. Der ist eigentlich sehr wenig zufriedenzustellen. Also, wir machen auf jeden Fall erst stehen.
und dem Maya. Jetzt gucken wir mal kurz zu unserem Rex. Der müsste doch richtig gut singen, oder? Wassersuche. Ja, na, das war so ein kleiner Fetti. Den geht's tipptopp. Ah, okay, ist wirklich. Kann man den eigentlich mit wenig zusammenspielen? Ja, idealer Bestand zwischen 0 zwischen 15. Wie gesagt, da müsstest du wirklich sagen, okay, das Gehege ist monströs. Dann wird es vielleicht wahrscheinlich gehen. Der Trike geht hoch. Das für 80 haben wir mal weg. So, und dann würde ich schon sagen, Betäubung. Wie schaut es mit Maya aus? Bitte kannst du mir mal Info geben. Au. Okay, oh. 4 Stück. Als Uhrzeitgeilheit, oder? Das sollte sich auf den Umsatz 4 Stück. Wenn ich die jetzt da hier rein tue für die Enkis. Ich probier's jetzt mal, Leute. Warte, ich probier's. Ach, okay, wir haben es schon geschafft. Geil. Ach, cool. Wir haben die Gyrosphärenstation. Alter, richtig nice. Richtig nice. Ja, also dann bin ich so, dann verkaufe ich den wieder. Weil, was will ich da mit denen? Sie lassen es leicht aussehen. Was nicht immer gut ist. Ich nur mal sagen. Okay, wir können leider keinen Auftrag annehmen. Den verkaufen wir wieder, auch wenn es ein bisschen unsinnig. Ja, ich weiß nicht, der Maya, das hat mir jetzt nicht so ein Zu, wenn ich den jetzt so angucke. Das ist wie so eine Kreuzung aus einem Iguanodon. Du kommst natürlich hier runter. Hätte ich eigentlich gar keinen verkaufen brauchen. Ich hätte gedacht, ich muss mit denen jetzt noch irgendwas machen, aber okay. Du kommst hier rein. Auftrag und alle Ziele abgeschlossen. Das ist das bestmögliche Ergebnis. Und wir kriegen die nächste Mission, Leute. Jetzt wird es interessant. Forschungsziel, aggressives Verhalten. Michacanthriosaurus. Das ist auch der Fleischfresser, den wir bei der zweiten Insel schon mal hatten. Benötigt mehr als das. Jetzt passt mal auf, Leute. Wenn ich... Naja, das ist an der Grenze. Ich probiere es jetzt mal. Sollte er sich wirklich nicht wohlfühlen, machen wir es. Viele dieser Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen. Okay, den Deinonychus muss man... Ach, der ist krank. Sie begreifen, wer sie wirklich sind und wozu die Dinosaurier werden können. Ich würde sagen, man braucht mal das Ranger-Team. Ja, ich denke mal, das läuft. Müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale aggressives Verhalten haben. Aggression, Angriffslust und so weiter. Und Dr. Duer muss davon nichts erfahren. Ich hoffe. Kann ich den schon machen? Kein Ornichus? Das ist doch der Mini-Zwerg, oder? Haben wir den überhaupt schon? Hier ist er nicht. Hier ist er. Wir mit den Modifikation für hyperaggressives Verhalten. Genau, Alpimuster, ich will mal sagen, wir machen auch das Alpimuster hier bei. Alles klar, wir können so viel bei dem machen. Sie wissen, was Sie da tun, weil ich weiß es. Und ich habe es überlebt. Etwas, das Sie noch nicht behaupten können. Aggressives Verhalten wollten Sie auf jeden Fall hier haben. Dann würde ich sagen, Lebenserwartung geht ein bisschen nach oben, die können wir ein bisschen hochschrauben. Einen Angriff können wir ein bisschen hochpushen. Die Bewertung könnten wir natürlich auch etwas nach oben pushen. Machen wir noch das nochmal und nochmal die fetzte Bewertung. Alles klar, der kostet 1,5 Milliarden einfach mal. Ah, okay, wieso nicht? Ich sag mal so, ich weiß nicht, ich schätze wahrscheinlich... Arbeit ist dieser Auftrag abgeschlossen. Es sind wahrscheinlich so soziale Tiere wie der... Raptor. Also deswegen müssten wir ein bisschen mehr machen. Das Einzige, was wir jetzt auch machen, ich weiß jetzt nicht, Leute, wenn ich den jetzt hier reinsperre, soll ich mal so frei Schnauze, sollen wir die mal hier reinpacken bei den Rex? Wie gesagt, wir können sie so machen. Das machen wir auch. Gehege, was ist denn neu? Sie und ich sind ein tolles Team. Nein. Ich zeig Ihnen die Aufträge, Sie schließen sie ab. Ach so, Gyrosphärenstation haben wir ja auch. Gehege, und zwar hätte ich schon gedacht, wir machen das hier praktisch die eine neue Futterstation, und zwar machen wir die hier hin, weil ich hätte jetzt schon gerne da reingepackt, einfach mit beim T-Rex hin. Alter, der sieht stark aus, der sieht ja wirklich geil aus. Das Graue, das Alpimoser, das sieht wirklich, wirklich stark aus.
Danke, das ist viel gegangen. Wieso geht das eigentlich immer fehl? Ach, minus 4, lol. Die hat nicht so wenige praktisch. Wow, Alter, die hat nicht gerade mal eine Hälfte Prozent, dass der überhaupt funktioniert. Ist. Ja, ich habe schon richtig ausgebrütet. Ich würde sagen, wir packen den echt beim T-Rex mit rein einfach. Können wir noch was bei den Aufträgen machen? Ob wir noch. Weil unten sieht man ja immer. Ja, okay, wir können auf jeden Fall noch die Aufträge was machen bei George. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Ach das komm, Alter. Job. 10 neue Dinos. Uns dabei. Ist das jetzt sein Ernst? Ich mag's jetzt mal, weil es ist jetzt kein schwerer Auftrag. Ich würde es so machen. Ich lass einfach praktisch. Warte mal, Edmondo könnten wir auch noch machen, oder? Mit der Bewertung von 36 brauchen wir auf jeden Fall noch. Wo haben wir einen Edmondo? Ein Edmondo brauchen wir auf jeden Fall noch wahrscheinlich erst Fossilien. Den müssen wir auf 100% bringen, sonst wird mir das nichts bringen. Dann müssen wir halt das so machen. Wir müssen nochmal suchen. Dino, Anki, Maya. Die ist anscheinend abgehakt. Die findet man nichts mehr. Edmondo. Ankylo. Ja, den könnte man auch auf 100% bringen. Das ist halt jetzt nicht mal so schlimm. So. Könnt's packen oder auch nicht. Also wie gesagt, haben wir was Neues zum Freischalten hier? Nein, haben wir noch nicht. So. Wie gesagt, 10 neue Dinos. Ich werde lauter Struthios rausballern. Also diese Mini-Dino. Ach so, jetzt hätte ich gedacht, das ist ein Ding. Das ist das andere Viech jetzt. Warte mal, wo ist denn der? Das ist der hier, oder? Also es ist wirklich komplett an der Grenze jetzt. Also mehr Dinos klappt echt nicht. Aber Leute, wir machen das. Ich hätte sehr, sehr Bock auf die Gyrosphärenstation. Wie schaut jetzt das aus? Können wir die hier rambasteln? Warte. Ach, hier ist das Tor. Ja, okay, wir könnten sie auch so machen, den Turm hier wegmachen, weil das würde halt dann wegfahren, genau, und hier lieber eine Gyrosphärenstation rumballern lassen, die den Kreis. Leute, das wäre durchaus interessant. Das machen wir auch. Das kommt jetzt weg. Dann würde ich sagen, machen wir echt eine Gyrosphärenstation. Ich habe da Bock, dass das mal hier ist. Vor allem, es ist ein bisschen versteckt. Okay, das ist eigentlich recht OP. Ach komm, Dino. Dino, geh weg. Das ist okay. Warte. Dann braucht man den Weg. Warte mal, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass ich den richtigen Weg habe. Ach lol. So, und was wird denn hier verlangt jetzt eigentlich? Wird gebaut, Stromverbrauch. Was ist denn das für ein Zeichen? Muss ich da noch was machen? Ach so, wahrscheinlich musst du den Weg festlegen. Kann ich mir jetzt vorstellen. Den warten wir jetzt, bis der zweite fertig ist. Wie gesagt, ich pack die vom T-Rex mit rein. Da, ich denke mal jetzt nicht, dass sie den T-Rex angreifen. Es ist ein kleiner Versuch. Ich will schauen, ob es klappt. Ich bin auch gespannt, ob wir das wirklich Route bearbeiten. Ah, okay. Ah, okay, wir können es nicht durchs Wasser fahren lassen. Da müssen wir das leider ein bisschen umdisponieren. Kein Wasser, bitteschön. Machen wir einfach so, dass der Fluss hier zu Ende geht. Genauso wie hier. Dann ist natürlich noch eine kleine Pfütze drin. Ich würde schon sagen, wir machen das echt gewaltig groß rum, weil das macht dann richtig Sinn. Also Route bearbeiten. Dann würde ich sagen, dann können wir hier so richtig einen Kreis fahren. Auch wenn die meisten Dinos wirklich hinten sind. Ja cool, was ist da hinten? Nein. Nein, 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 funktioniert nicht. Wieso verbaut? Hallo, hier ist gar nichts.
kommen. Muss das jetzt wirklich nicht funktionieren? Hier rum? Hier? Ich würde sagen, dann machen wir halt, dass die Kugeln hier vorbeifahren können. So, und jetzt ist natürlich wieder wichtig, es muss hier wieder den Wald für die anpassen. Wald. Ne, eigentlich sind sie zufrieden fast mit dem Wald. Aber ich habe ein bisschen Wald weggemacht und wir werden das natürlich jetzt ein bisschen bereinigen. Ich denke mal, die brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wald wieder. Hier wäre ein paar Bäume. Wie gesagt, der Bronto ist halt so ein Dino. Der will halt überall so ein bisschen Wald haben. Dann machen wir hier ein bisschen Wald, waldiger. Hier. Und hier. Ich denke mal, das ist... Ne, okay, zu viel Wald ist jetzt auch leider nichts. Ich würde sagen, dann machen wir hier noch was rein. Hier ein bisschen wieder Unkraut. So, ich denke mal, das ist dann tipptopp. Wichtig ist eigentlich, der ist eigentlich unzufrieden gleich. Und der Bronto ist immer gleich unzufrieden. Müsste jetzt gut laufen. Ich bin auch gespannt. Route bearbeiten, Gyrosphäre fahren. LOL! Ey, geil, du kannst die Gyrosphärenstation fahren. Ey, geil. Ey, ich finde das richtig top. Sieht man auch das, wie viel das da schön rumfahren? Das können wir machen, weil das ist eigentlich so leicht mit einzubauen. Wie viel fahren da? Kann man das jetzt auch bearbeiten, wie viele da hier sind? Okay, wir müssen natürlich hier ein bisschen aufstocken. Ich würde sagen, wir machen mal den Preis auch auf 10 Uhr. Ja, 800 haben dann Platz. Und dann geht doch was. Wie gesagt, klar, wenn sie hier rumfahren, da ist natürlich jetzt nicht so viel zu sehen. Aber ich sag's mal so, man sieht ja selber, die Dinos, die bewegen sich hier rum. Klar, hier vorne ist halt wirklich der komplette Futterplatz. Aber sie verhalten sich dann echt sehr, sehr viel hier vorne auf. Und das ist okay. So, und dann würde ich jetzt schon sagen, Leute, wir packen die Dino... Die Dino... Wie heißen die? Dinozuchus? Ja, okay. Die packen wir jetzt mal. Das müssten so wahrscheinlich so kleine Tiere sein wie der Raptor. Hätte ich jetzt eingeschossen. Alter, die sind ja wirklich aggressiv jetzt. 2.0. Ah ja, okay. Das sind so kleine Giftzwerge, wie kann man sagen. Schrei! Schrei! Okay. Ich schätze mal nicht. Okay. Ja, okay. Wir müssen diese neuen aggressiven Dinosaurier beobachten, überwachen und. Wie viel brauchen wir denn hier? Soziale Gruppe 3 bis 8. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Das muss sie nicht, Lambert. Mir gefällt sie dafür umso mehr. Sorgen Sie nur dafür, dass meine Leute ihren Job sicher erledigen können. Dass jeder Dinosaurier umgebracht wird. Ja, erledigen Sie ihn. Seid ihr eigentlich hier zufrieden? LOL! Nein, hörst du auf! Nein! Ach komm! Sollte man mit dem nötigen Respekt begegnen. So wie dieser, dem Deinonychus. Er greift, er kommt auch gleich raus. Hey, das kann wirklich nicht wahr sein. 3 Sekunden und raus hier. Ja, was hat denn hier für ein Problem? Okay, der ist einsam. Der sagt aber jetzt, dass der Wald ihn rein... Alter, braucht der wirklich so wenig Platz? LOL. Ah, jetzt reicht's. Wenn ihr nicht schießen könnt. Nachladetempo. Ach, Treffersicherheit, habe ich das immer noch auf 1.0? So, jetzt will ich aber da mal ein bisschen was sehen. Ah, okay, wir müssten... Ja, eigentlich wäre es immer sinnig, auch den einzuspielen. So, ich warte jetzt ganz kurz, bis der fertig ist, weil sonst vertrauen sich die ja wieder nicht. Gehege, wir brauchen natürlich hier eine kleine Fleischstation. Dann lassen wir die doch gleich hier. Oder wir sie unten wieder T-Rexes. Das bringt sonst gar nichts. Die Ranger kommen schon. Die sind wieder back to roots. Die suchen wir gleich nochmal durch, weil dann können wir den Edmonto hochbauen. Ich würde mal sagen, wir suchen, ach okay, das ist voll, den Eddie,
Ich würde einfach mal sagen, wir suchen einfach mal hier, weil es hier so ein großes Spektrum an Dinosaurier, damit wir wirklich sagen können, okay, da bringen wir was zusammen. Aber wie gesagt, es hätte ja selber, wir können eigentlich so viele Dinos auf 100% noch bringen, oder wäre halt interessant. Ach komm, der geht halt wieder schief. Ja, weil der eine minus 4%ige, dass es nicht klappt. Lebensfähigkeit minus 10. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal nichts rein. Und hier auch nichts rein. Weil der stirbt mir sonst zu schnell weg. Der hat zwar eine bessere, der hat jetzt eigentlich eine 92%ige Chance, dass er rauskommt. Und das macht dann mehr Sinn. Wir warten jetzt ganz kurz. Warte mal, der ist jetzt hier drin. Waldes. Ach, der ist einsam, okay. Also du bist nur einsam, Waldes. Fast okay. Ja, ich würde mal sagen, wir können sie mal hier lassen. Lassen wir sie mal hier und am Schluss lassen wir sie nochmal beim T-Rex rein. Was sagst du jetzt? Der ist echt zufrieden, oder? Guck mal an. Die sind zwar eigentlich recht schnell unruhig, aber die sind zufrieden. Okay, wir können ja die wieder rauslassen, alle. So, dann brauchen wir zwei neue. Wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen was. Ja, wir haben auch fast die Aufträge. Lassen Sie einen Montosaurus frei, lassen Sie Dinosaurier frei. Das geht alles richtig tipptopp. Hier unten haben wir natürlich leider nichts zum Freilassen. Wir könnten sie auch so machen. Wir könnten ein paar Dinos aus Gaudi rauslassen und die fighten lassen. Na, kämpfen die jetzt als zwei? Der Bär und die Lisa? Na? Ja, ich hätte mir fast gedacht. Bernd hat doch ein kleines bisschen Respekt vor der Lisa. Aber okay. Der Edmonto, der geht jetzt nochmal richtig hoch. Finde ich richtig stark. So, dann würde ich sagen, schick mir die gleich nochmal los. Der Edmonto könnte wirklich seinen Power-Schub endlich mal gebrauchen. Wie gesagt, ich will halt, dass mal der T-Rex hochkommt. Vielleicht etwas ein bisschen. Ja, was machen wir noch? Iguano, dann haben wir 64, den könnte man auch hochbauen. Ich finde das Tier eigentlich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich hoffe, dass der jetzt gleich fertig ist. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten. So, dann können wir unseren Freund jetzt rauslassen. Wie gesagt, dich betäuben wir eigentlich auch jetzt gleich. Das ist eigentlich recht easy. Komm raus und dann bauen wir mich ab. Ich finde das echt cool, dass das Akkuzentrum wirklich gleich unmittelbar in der Nähe ist. So. Dann kommt natürlich ihr alle runter. Alter, wehe, der T-Rex bricht am aus. Leute, bitte vertraut euch hier unten. Der kommt hier hin. Er kommt alle ein bisschen nah beieinander. Dann brauche ich natürlich noch dich hier. Wie gesagt, die kommen fast zu dritt gleichzeitig an. Da kann auf jeden Fall der Geborgenheitswert wieder hochgehen. Ich glaube auch nicht, dass wir mit T-Rex irgendwie in einem Battle machen oder so. Obwohl, wenn sie zu dritt sind, das kann natürlich schon sein, dass sie wirklich sagen, okay, nee, wir holen dich jetzt. Wie gesagt, soziale Gruppe, was wird denn von denen verlangt? Warte mal, können ja gucken. Wir brüten hier mal kurz. Also, ich will halt mal gucken. Können wir eigentlich auch lesen? Warte mal. Genom modifizieren. Ach, hier können wir schauen. Wald. Ja, drei Stück reichen. Okay. Also wie gesagt, wir müssen natürlich das hier machen, dass das noch, damit wir endlich unsere Mission hier oben haben. Das wollte ich sagen. Kleines bisschen verpeitschen wieder. So, ich würde sagen, wir machen den Strutio. Der brütet eigentlich immer sehr gut aus. Der hat eine super Fähigkeit. Da geht eigentlich nie Energie. Wir machen einfach die und verkaufen eigentlich anschließend auch wieder. Expeditionen checken wir mal durch. Iguanodon. Baryonyx. Ja, ich will Baryonyx auch mal sehr gerne auf 100 haben. Das wäre auch interessant. So, wer hat denn jetzt alles Hunger? Einmal, zweimal und dreimal. Und wer hat hier noch Hunger? Okay, hier ist auch alles leer. Ranger Team 2. Du füllst das bitte auf. Das bitte auf. Und das bitte auf.
Da müssen wir natürlich noch das hier alles auffüllen. Also, ja, da hat schon ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, der hat ja Zeit. Es ist nur ein einziger Ranger, was ich machen muss. Dann lassen natürlich unsere Gullis frei. Die ballen wir jetzt alle durch. Und ich habe noch ein Kind gemacht. Weil Max ist leider gestorben. Und ich will natürlich nicht, dass Beate jetzt, oder ich glaube Barbara war jetzt drin, dass Barbara auf jeden Fall alleine ist. Sie bekommt jetzt wieder ein Freund wieder, genau, Barbara. Die braucht natürlich auch wieder einen Freund. Wie gesagt, ganz alleine hätte ich auch keine Lust. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht modifiziert jetzt. Ja, der ist 55. Ah, okay, das ist jetzt das Alpha-Tier jetzt. Okay. Aber der Genfortschritt etwas höher ist, deswegen. Jetzt muss ich natürlich hier runter, weil sonst der Ranger sagt, okay. Aufgabe hinzufügen. Einmal, zweimal. Okay, passt. Ich hoffe, die sind jetzt echt zufrieden. Die kommen jetzt alle gleich gleichzeitig runter. Dehydriert. Ne, trinkt doch mal was, Leute. Kommt, trinkt was. Alter, wenn er jetzt unruhig stirbt. Der T-Rex schläft. Also ihr habt jetzt wirklich Zeit zu fressen. Ja, bitte trinkt was. Durstig. Ja klar, er hat zwar eine Panik. Aber Leute, bitte. Anstatt dass er was frisst. Ja klar ist es hier ein T-Rex, das ist mal ehrlich. Fress doch was. Ihr habt die Aufgabe. Warte. Wo? Nein! Ach komm. Das kann nicht wahr sein. Warte mal, Leute, wir machen das noch. Wir brauchen ein neues Team. Bitte repariert das schnell. Da mache ich das, dass die anderen, dass die praktisch nicht hier hinfahren. Nein, das ist nicht dein Ernst. Und du führst bitte das auf, dass die mir hier nicht. Ja, was ist. Danke, jetzt lass mich doch mal das anklicken. So, jetzt passt es. Jetzt bitte schnell reparieren. Der wird abgeschossen. Was hat denn der für ein Problem jetzt mal ehrlich? Herr, ganz im Ernst, ihr kommt jetzt wieder da hoch. Ihr kommt jetzt wirklich da hoch und damit ist Schluss. Da will ich gar nichts hören. Ja, die fressen jetzt. Die fressen jetzt. Ja, frei, es ist zwar hier ein T-Rex drin, aber jetzt mal ehrlich. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ah, hier ist er. Ich tue dich jetzt extra da hinten hin, okay? Und jetzt bitte, jetzt ist mal gechillt. Ich muss natürlich jetzt schauen, dass die wieder einen Kumpel haben, weil die Geborgenheit schon wieder runtergeht. Wir brauchen jetzt natürlich noch drei Dinos. Ich hoffe, jetzt sind mir die Gullis hier nicht ausgebüxt. Lol, die sind halt echt hier zufrieden sogar. Denen geht's gut, alles klar. YOLO, ne, machen wir einfach noch drei. Mit der prähistorischen Natur ist nicht einfach, aber sie machen den Job richtig gut. Lassen Sie Dinos frei, lassen Sie eine Entmontosaurus frei, die müssen wir auf jeden Fall noch machen. Alles klar, die Gullis brauchen ja, also es sind ja keine Gullis, es sind ja Struthiominusse, das ist ja sowas ähnliches nur, aber trotzdem, also die brauchen so wie gar keinen Platz. Okay, das ist natürlich geil. Das ist richtig geil. Jetzt, bitte, jetzt bleib wirklich ruhig. Eins. Nein, hörst du auf? Hörst du auf? Du kriegst jetzt gleich einen Kumpel. Jetzt chill mal deine Existenz. Der kommt schon wieder. Da. Da kommt Harry. Lass ihn runter. Die wollen Freunde haben. Und T-Rex gibt jetzt auch schon brav Ruhe. So, und jetzt haben wir die Aufgabe natürlich auch erfüllt. Leute, die sind halt wirklich zufrieden. Warte mal, die bekommen natürlich jetzt noch eine Futterstation. So, ich würde sagen, wir lassen die jetzt echt mal hier drin. Solange die jetzt, die stiften ja eigentlich schon in keine Unruhe oder so, da bleibt es drin.
Ihr habt hier einen kleinen Wasserfleck. Klar ist es also nicht artgerecht, was sie hier machen. So. Das haben wir jetzt. Wir brauchen einen Dino, der an der Futterstation frisst. Und jetzt bitte. Bitte. Anstatt dass das sie. Der friss halt was. Ja, bitte. Friss. Friss. Bitte friss was. Oh, danke. Endlich. Oh mein Gott. Der frisst endlich. Oh mein Gott. Ja gut, zum Glück kommen wir. Ah, wir haben jetzt echt viele Futterstationen, oder? Ja, das ist die Ziege. Ach so, ich hätte ja nicht gedacht, das ist hier eine Lebenbeute. Das ist hier leider, okay. Und hier ist die normale. Wie gesagt, der streift halt umher. Ich denke jetzt nicht, dass der richtig aggro ist. So, dann würde ich vorschlagen, wir ballern hier was durch wieder. Baryonyx. Also ich würde auch gerne Iguano dann echt hochbekommen. Wäre mir wichtig. Das kostet nur 100. Ja, wie gesagt, ich muss ein bisschen was verkaufen. Ich kann hier sonst echt nichts mehr bei dir erforschen. So, dann würde ich sagen, wir gehen auf die Karte, Expeditionskarte, und suchen natürlich weiter Fossilien. Baryonyx machen wir hier. Nein. Wo? Wieso? 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 Der verarscht mich doch jetzt. Nicht dein Ernst, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Bitte schließt schnell das Tor. Wehe. Lass den Zaun in Ruhe. Lass den Zaun in Ruhe. Der kann echt nicht aufhören, oder? Hey, er hat halt immer alles. Ja, dehydriert. Also du müsstest nur was trinken. Das wäre mal. Das wäre echt auch eine Alternative. Es ist ja auch nicht so, dass der Wasserplatz minimal ist. Also nö. Nö, nö. Tote Dino? Wer ist denn jetzt gestorben? Oh mein Gott, Baryonyx ist tot. Nein, wer ist gestorben? Ach komm, Bernd ist tot. Das ist nicht. Leute, wie bekomme ich den raus? Dann machen wir noch einen Baryonyx noch wieder rein. Müssen wir da rein tun. Das ist, müssen nicht, aber. Alter, das ist. Also das ist ein bisschen nervig. Jetzt packe ich dich nochmal her. Aber jetzt passt mal auf, hier ist Wasser. Und hier ist keine Menschenseele. Nicht mal der T-Rex rennt hier rum. Lol, greift er jetzt wirklich den T-Rex an? Greift er jetzt wirklich den... Der macht wie eine Zitleine. Die vertragen sich dann echt gut, muss ich sagen, ist doch echt okay dann. Also wenn sich die vertragen, bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden. Wir lassen jetzt auf jeden Fall den Edmonto noch frei. Wir haben jetzt gleich die letzte Wirtschaftsmission, also die letzte Sicherheitsmission, haben wir alle Aufträge fertig. Wir brauchen, warte, Edmonto, können wir den jetzt schon wirklich toppen? Mit einer Bewertung von 36 brauchen wir den. Wo haben wir den? Hier. Wir brauchen 87, 90. Ach komm. Lol. Hä? Haben wir den jetzt schon wieder höher gebracht mal? Ich habe doch mal Edmonto gefunden, oder? Nee. Habe ich mich da jetzt getriggert? Edmonto? Wo kann man da noch auch Edmontosaurus finden? Toro, Dino, Struthio, Toro, Diplo und Brachio. Brachio, Cerato. Modo, Dino? Jetzt, wir könnten es ja so machen, wir könnten einen Diplo, einen Diplo und Brachio suchen. Weil wenn die 100% haben, das wäre doch auch mal nice. Was haben wir zurzeit bei denen? Der Diplo ist bei 84 und der Pronto, der ist nicht mal so hoch, weil sonst würde hier oben schon gelistet sein. Bei 52, okay, den müssen wir echt hochbringen. Der hat dann wirklich eine kleine Bewertung. Also, dann würde ich sagen, hier kommt noch ein neuer Baryonyx raus. Den ballern wir mal durch. 1,2 Mille. Easy peasy. Aber die sind echt zufrieden. Das wundert mich, Leute. Das wundert mich. Eigentlich ist es ja echt unter aller Sau hier. Wenn du jetzt wieder absprichst.
Jetzt bitte ich dich inständig, bleib gechillt, sauf bitte was. Bitte? Denke, ja. Die Wassersuche, trink was, ihr seid trink. Oh, ihr trinkt da bitte, trink was. Trink. Ja, komm. Trink halt. Trink's. Trink was. Ihr trinkt nicht. Hallo? Es ist vor dir. Oh mein Gott, endlich. Leute, das ist war jetzt schon. Das war schon wirklich sehr, sehr. Okay, halt. Ja, ihm geht's gut. Er heilt sich wieder hoch. Wieso unruhig? Hörst du auf? Nein. Also normalerweise ist er bei Grasland Waldbestand. Es ist alles zufrieden, aber er ist halt dennoch immer unruhig. Keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Hörst du auf? Er ist... Hey, das kann nicht wahr sein, Alter, dass der so schnell draußen ist immer. Was ist denn das? Das ist doch der schwere Stahlzaun. Das kann nicht wahr sein. Alter, du gehst mir jetzt auf die Nerven. Jetzt reicht's. Jetzt reicht, Leute. Jetzt reicht halt wirklich. Okay, der Strom reicht hier unten leider nicht. Reduzierte, wir machen hier bessere Leistungen auf dem rein. Jetzt ist noch ein kleiner Teil nicht mit Strom versorgt. Da müssen wir halt wirklich, geht das hier irgendwo, dass ich hier noch ein Stromaggregat hier brennen. Wir können es auch einmal so machen, das machen wir jetzt auch, Leute. Weil ich will ja nicht jetzt mich ewig lang mit dieser Insel noch aufhalten. Also, wir machen das einmal so. Wir machen hier eine Linie durch. Ich sag mal so, der Strom interessiert ja hier keinen. Also, ich weiß es, der interessiert keinen. Wo haben wir hier Strom? Strom haben wir hier. So, dann geht auch hier eine kleine Stromleitung runter und das ist jetzt endlich unter Strom. Nein, will ich nicht. Und wenn du jetzt wieder ausbrichst, dann weiß ich leider auch nicht, was du für ein Problem hast. Wir müssen einen Tino an der Futterstation auf jeden Fall fotografieren. Ich würde mal, das können wir natürlich easy peasy machen. Ab ins Pflanzenfressergehege, das sind meine Lieblingsdinos. Ach komm, Alter, das ist schon wirklich alles klar. Mama, fragst du dich halt echt. Er hat halt alles, aber die Mission, er ist halt wirklich so gewollt, dass er sagt, nö, funktioniert nicht. Nein. Oh, alles klar, das sieht geil aus. Das sieht stark aus, Leute. Okay, guckt euch das Gold an. Guckt euch das Gold an. Alles klar. Achso, okay, weil wir so viel filmen, weil der eine trinkt, sich sozialisiert. Hey, cool. Alles klar. Hey, wieso? Die fressen doch alle. Willst du mich jetzt verarschen oder so? Hallo? Hallo? Könnt ihr bitte was essen? Hey, das, wieso zählt das nicht? Nö, oder? Ach komm, hey. Ich fülle jetzt aber alles auf. Kommt, Leute. Ja, ich will hier ein bisschen mal was abgehen lassen. Ach, die fressen jetzt eh nichts. Also, wenn du jetzt wieder ausbrichst. Hallo, bitte. Bitte. Der geht halt einzeln wieder raus. Ich habe jetzt die Mission, oder? Ich hab sie. Ich verkaufe dich jetzt sowas von. Das geht ja wohl gar nicht, Alter. Du bist ja schlimmer wie keine Ahnung. Als ich hier in den Parks angefangen habe, ahnte ich schon, dass unsere Machenschaften... Ah, jetzt okay, weil jetzt der Auftrag fertig ist. Ich meine, wir haben mit Tieren zu tun, die nicht existieren sollten. Endlich. Tagen wie heute war das Projekt Leute, er ist fertig, beziehungsweise, warte mal, es ist ja einer gestorben. Wo? Bestimmt ist der zweite Enki tot.
hätte ich mich schon was gedacht. Auch Barbara ist gestorben. Wir werden natürlich jetzt noch einen Dino hier rausballern. Ich würde sagen, wieder ein Enki. Der braucht wieder einen weiteren Freund. Ich hoffe jetzt zumindest. Ich kapiere die Logik nicht, dass das einfach nicht zählt. Halt! Stimmt, wir bleiben gleich hier oben, weil die fressen doch hier immer was. Warte, ich will fahren, Fahrzeug lenken. Weil wenn die rauskommen, dann sind doch die immer voll verhungert. Also praktisch, die haben ja echt immer Hunger. Oh, das Gehege ist ja nebendran. Yeah, baby! Warte, wo ist eigentlich der Eingang? Hier. Wenn du die ganze Zeit nicht lieb in die Gehege reinfährst. Hallo? Baryonyx? Ja, genau. Er ist jetzt hier. Er muss wieder was essen. Er hat doch Hunger. Komm. Ich weiß. Ja, Schnüffel. Ich habe sogar extra den Motor ausgestellt. Ja, aber komm schon. Wo ist hier? Ich guck bloß zu. Ich guck nur zu. Hol dir das Futter. Alter, krieg ich hier. Hast du ein bisschen Respekt schon mal vor? Du bist wirklich. Du musst ins Gehege rein. Ja, wir haben's. Hey, was? Fotografieren Sie einen Dinosaurier, der an einer Futterstation frisst? Das ist doch eine Futterstation. Ach, jetzt erzählt's. Bloß weil du 300 Meter weg bist. Eine große Kunst, aber mir gefällt's. Ach ja. So, ich hoffe jetzt wirklich, wir haben hier... Sie haben da ein paar großartige Bilder gemacht. Genug für diesen Auftrag. Brasilien. Bitte lass ein Endmonto dabei sein. Okay, wir haben die Rufbelohnung. Ja. Was? Arche? Alter, jetzt habe ich es nicht gelesen, was es war. Ich würde sagen, okay, Iguanodon bzw. Edmonto ballern wir jetzt nochmal hoch. Das ist das letzte Mal. Und ich würde echt sagen, wir suchen hier einmal gleich noch Fossilien, weil wenn wir auf die neue Insel kommen und haben wir das, da bekommen wir ja praktisch. Ach komm, das zählt jetzt wirklich nicht. Ne, wir warten jetzt mal kurz. Also hier haben wir ein Baryonyx draußen. Die sind eigentlich zufrieden. Ich lasse jetzt die mal drin. Angekündigt, auch es, wenn es nicht artgerecht ist, aber wenn die zufrieden sind, gehört das Gehege ihnen allein. Ich bin wirklich so frei, Leute. Und ich schenke ihnen noch eine Futterstation, okay? Machen wir es wirklich so. Das ist tippitoppi. Auch wenn das jetzt nicht artgerecht ist, es ist eigentlich ein Mini-Gehege. Sie sind natürlich nicht belästigt. Es ist wirklich nur hier diese Station. Alles andere, ja... Ist halt leider nicht so. Wir können natürlich noch was erforschen. Das machen wir noch sehr schnell. Und dann sind wir nächstes Mal schon bei der neuen Insel. Was ist das für ein Dino? Archiobitominus. Ach, Ornithominus. Hey, das ist doch der Dino. Das ist doch der Dino, wo man praktisch... was ich praktisch bei Jurassic World 1 gesprochen habe. Irgendwie. So, dann lassen wir unseren Enki noch raus. Und das war halt wirklich diese Dino, noch nicht Russe. Das ist halt einfach so, das war jetzt wirklich nur wegen der Mission. Fand ich etwas, ja okay, ein bisschen merkwürdig sonst. Jetzt habe ich aber echt den Stromzahn hier durchgeballert. Wo, also. Ich sehe aber Leute, der ist eigentlich zufrieden soweit. Okay, er rennt immer ein bisschen weg. Er hat eine sehr, also die haben eine 155er Bewertung. Was hat eigentlich der T-Rex? Ja, okay, aber drei Deinonychusse haben jetzt eine fette Bewertung wie ein T-Rex. Von daher wäre das okay. Also wie gesagt, wir haben alle drei Missionen jetzt fertig. Wir haben alles klar. Wir haben eine Bewertung, die ist ja göttlich. Ich würde auch sagen, wir machen den letzten Auftrag nicht mehr, weil... Brauchen wir nicht mehr. Wir haben alles fertig. Jetzt ist auch zwar etwas bisschen das runter, aber dieses Gehege finde ich richtig stark. Also ich würde es vielleicht auch immer so machen. Ein bis zwei Fleischfresser-Gehege, ein Pflanzenfresser-Gehege. Das reicht eigentlich, muss ich sagen. Weil ich habe jetzt hier, wie viel? Eins, zwei, okay, zwei kleine und zwei, also ja, im Schnitt. Das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Wie gesagt, hier sind halt verdammt viele Gullies. Hier sind sechs Stück. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt hier reinpacke. Ich glaube, die drehen wir dann durch. Nein, ich will keinen Auftrag mehr. Ich würde sagen, die betäuben wir jetzt mal noch schnell. Das mache ich noch schnell. Weil ich will jetzt einfach, dass das denen auch gut geht. Eins, zwei,
3. Und los geht's. Aufballern. Seid ihr eh neben dran. Ja, Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Ansonsten schaltet nächstes Mal wieder ein. Würde mich recht herzlich freuen. Bis dahin. Peace out. Euer Masterpiece. Ciao, ciao, Leute. Thank you.